Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, einem neuen Vlogmas-Vlog. Schauen wir mal, wie weihnachtlich das alles heute wird. Ich sitze hier gerade, ich warte darauf, dass Lovis von ihrem kleinen ersten Tagesschlaf aufwacht und bin ehrlich gesagt fürchterlich gestresst und das ärgert mich tatsächlich auch. Und ja, ich dachte, das ist einfach so ein Impuls, den ich an euch weitergebe oder mit über den wir uns einfach unterhalten können, vielleicht in den Kommentaren. Ich liebe ja die Weihnachtszeit und einfach das Gefühl, aber oft kann ich es dann gar nicht genießen, weil ich eben dann doch gestresst bin und das ist echt irgendwie blöd. Und mit Arbeit und Baby ist das nochmal auf einem anderen Level irgendwie. Ja, ich habe gerade ein bisschen was zum Essen bestellt. Das werde ich mitnehmen, weil ich gleich zu meiner Family fahre und da was zum Essen mitbringen wollte, aber die Zeiten sind vorbei, dass ich irgendwas selber machen kann. Und danach bin ich auf so einer Babyveranstaltung, da haben wir danach noch so ein bisschen Beisammensein, weil es das letzte Mal vor Weihnachten ist. Und auch da bringe ich was Gekauftes, beziehungsweise keine Ahnung, wo es herkommt mit, denn ich habe vergessen, was zu besorgen. Und Philipp hatte zum Glück ein paar ganz tolle Sachen. Ich glaube, das sind so relativ coole, teure, traditionelle Weihnachtsleckereien, die er geschenkt bekommen hat und die er mir dann freundlicherweise gegeben hat, damit ich die dann dort mitbringen kann. Wobei da auch ganz ausdrücklich gesagt wurde, dass wir gerne gekaufte Sachen, also nichts unbedingt selber gemachtes, mitbringen sollen. Einfach ganz explizit, um das so ein bisschen zu fördern, dass sich die neuen Moms dann nicht irgendwie überbieten wollen oder halt irgendwie extra Stress machen, was zuzubereiten noch zu Hause und irgendwie was ganz besonders Tolles mitbringen zu müssen. Von daher ist das eigentlich ganz cool und da warte ich jetzt drauf und dann will ich gleich noch was drehen und zwar ein bisschen Fashion Content, weil hier ist es gerade ultra ultra kalt geworden, es sind Minusgrade und ja, ich weiß, es ist ein bisschen tricky, sich anzuziehen bei dem Wetter. Vor allem Baby. Oh mein Gott, Babys bei dem Wetter anziehen. Ich bin immer noch verwirrt davon. Aber ich selber für mich als Erwachsene liebe eher Layer-Look und Strick. Und darum geht es heute in dem Video. Und ich zeige euch mal heute mein Outfit, wie ich es mir so richtig schön warm mache. Und ich habe auch einen Trick, wie ich auf jeden Fall jedes Outfit wärmer mache. Und es dadurch aber nicht gleich automatisch so Michelin-Männchen-mäßig wird. Ihr kennt das Problem. Viele Layer heißt oft, dass man auf einmal so aufgeplustert aussieht. Und das versuchen wir heute mal zu vermeiden. So, jetzt aber genug gequatscht. Und ich schau mal, ob sie mal am Aufwachen ist oder üben nicht. Ich darf bei diesem Video wieder mit Armed Angels zusammenarbeiten. Einer meiner absoluten Lieblingsbrands. Und ich glaube, ihr habt Teile des Outfits in den letzten Videos schon öfter gesehen. Vor allem diesen Rolli habe ich super viel getragen und das ist auch einer meiner Top-Tipps, eben so einen ganz dünnen Rolli als Layering-Piece unter dickeren Strickpullis. Und ich zeige euch jetzt gleich mal, wie das aussieht. Durch eine Kombination von hochwertiger, reiner und wiederverwerteter Wolle, dichten Fasern und satten Farben entstehen die wärmenden, wohligen Strickteile von Armed Angels. Vorneweg, mit Jasmina 15 bekommt ihr dieses Jahr noch einmal 15% bei Armed Angels. Mein komplettes Outfit verlinke ich euch natürlich in der Infobox, schaut also unbedingt mal vorbei. Der Clou bei den tollen Strickteilen ist, die enthaltenen recycelten Fasern haben eine geringere Auswirkung auf das Klima als Frischfasern. Ein großer Teil davon ist wie gesagt Wolle. Die Pieces sind aber trotzdem super pflegeleicht und das ist auch gut für die Umwelt. Am besten wascht ihr sie so selten wie möglich, lüftet sie gut aus oder nutzt das Handwaschprogramm. Was ich auch immer gerne mache, ist einzelne Flecken einfach einzeln entfernen. Wenn ihr ganz genau hinschaut, trage ich in diesem Video auch an jedem Vlogtag mindestens ein Lieblingsteil von Armed Angels. Die Sachen sind für mich nämlich treue Begleiter für mehr als eine Saison. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei, also schaut unbedingt in die Infobox und vielleicht könnt ihr von dem Code ja noch Gebrauch machen, eventuell ja sogar für Weihnachten. Nun ist es auch Zeit loszufahren. Ich hoffe, das Outfit konnte man einigermaßen erkennen. Ist immer ein bisschen schwer, sowas selber zu filmen, weil ich ja gerade mal wieder alleine bin. Und ja, jetzt muss ich ganz schnell meine Sachen packen und losfahren.
bin jetzt wieder zu Hause und ich dachte, ich zeige euch noch so ein paar Weihnachtsdeko-Sachen, die ich so habe. Und zwar diese Häuser, das sind Kerzen. Die hatte ich schon mal geunboxed, glaube ich, in meinem letzten Video. Die sind von DM. Das ist Teil meiner Weihnachtsdeko. Dann hier, entschuldigt, ich habe hier nicht so super viel Licht gerade, aber sieht ja trotzdem ganz cozy aus, habe ich unterschiedliche Glas- und Keramik-Weihnachtsbäume von Sustrene Grene. Ups, jetzt bin ich wogegen gelaufen. Das hier ist mein Adventskranz. Kerzen sind auch Sustrene Grene. Der Kranz und die Halter sind Pflanzenkölle. Und die haben so schöne goldene Flecken. Dann habe ich hier einen Mini-Weihnachtsbaum. Finde ich auch sehr cool. Und ansonsten, lasst mich überlegen, ob ich noch irgendwas hier habe. Habe ich eigentlich nur noch das hier. Und zwar sind das so bunte Kerzenständer. Die sind natürlich all year around schön. Aber noch mit diesem Croissant. Auch so Sustrene Grene. Hier habe ich noch ein paar Zweige stehen neben dem Fernseher in der Vase. There we go. Auch in scharf. Und hier habe ich noch einen selber gemachten Kranz. Mit Grün, das auch von Pflanzenkölle ist und ein bisschen Moos. Wollte ich extra mal so ein bisschen Fairy-like haben. Also, dass es so quasi wie direkt aus dem Wald mitgenommen aussieht. Und ja, gefällt mir ganz gut. Und die Big Ben Weihnachtskugel steht ja all year around bei uns. Ja, I love it. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog-Tag und Happy Birthday to me. Ganz unauffällig, ihr habt es glaube ich schon in der Intro-Sequenz irgendwie gesehen. Ja, heute ist mein Geburtstag. Passenderweise zu dieser unscharfen Kamera war mein Geburtstagswunsch unter anderem, hallo, dass wir in die Stadt gehen. Was wir eh gemacht hätten, einen kleinen Geburtstagsspaziergang und nach einer neuen Vlogging-Cam für mich Ausschau halten. Das heißt, eventuell wird sich noch im Laufe des Videos auch die Kameraqualität, der Ton, der Fokus, irgendwas vielleicht nochmal verbessern. Und jetzt hängt Philipp das Geburtstagsgeschenk, was ich an mich selber gemacht habe, auf. Und zwar unsere neue Esszimmerlampe. Und ich hoffe, das geht alles gut. Sieht auf jeden Fall sehr professionell aus, wie du das machst. Macht das bitte so nicht nach. Besorgt euch eine Leiter. Soll ich dir was helfen? Oder soll ich das lieber nicht filmen? Nee, alles gut. Damit nichts passiert? Bräuchte wahrscheinlich ein bisschen Hilfe gleich. Okay, also ich bin dann mal kurz weg. Ui. Und? Läuft gut? My Hammer, 29,99 €. Schön wär's. Kann ich gerade eigentlich noch irgendwas machen oder war das gerade schon meine Hilfe, die ich geleistet habe? Ja, schauen wir mal, ob das hinhaut, weil das ist ja irgendeine dünne Decke. Ich habe gerade gefragt, ob meine Hilfe schon reicht. Oh Gott, du bist komplett. Ja, hier schneit es ein bisschen höher als bei der Runde. Ah, verstehe, verstehe. Ein Cringe-Boyfriend, der die ganze Zeit die Thumbs up in die Kamera streckt. Das machen wir auch voll oft in meinen Szenen. Hey. Ja, ja, mega oft. Oh Gott, wir sind gleich schlimm. Ja, okay, ich glaube, vielleicht filme ich das einfach doch nicht, weil...
Bis später. Ich zeige euch dann das fertige Ergebnis, glaube ich. Das ist schon fest. Ist es fest? Ja, ich denke, das ist fest. Es ist jetzt eine Stunde später ungefähr. Wir sind immer noch hier. Wir haben auch zwischendurch ein bisschen was anderes gemacht, aber willst du noch mal einen Daumen nach oben geben eigentlich? Ja, soll mir jetzt mal helfen und mir sagen, wie tief die Lampe soll. Ah, okay. Ist das zu hoch? Boah, das ist jetzt halt schwierig, ja? Ein bisschen weiter nach unten. So? Wo ist denn dieses andere Teil, was da noch dran kommt? Dafür haben wir jetzt nicht so viel Zeit. Nee, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen, das ist das Problem. I mean, literally. Echt so? Ja, das kann man ja auch immer noch mal ändern, gell? Das kann man ändern. Soll ich irgendwas machen? Sie kratzt an dem Sitzball rum. Sieht man das? So, was ist da hinten? Hey, hast du gerade schon die andere Schraube rein, oder? Nein, so. Aber habe ich jetzt auch nicht vor. Ach nee, doch nicht. Nein, warum? Das habe ich gerade so verstanden. Nein. Was? Willst du hier mal rüberkommen und die Lampe halten und die Kamera ausmachen? Bereit? Ich bin sehr bereit. Okay. Tada! Wow. Mann. Was? 5 Sterne auf Maya. Ja, kriegt 5 Sterne auf Maya. Ich mache die gleichen Profil. Also wenn ihr rund um Stuttgart was buchen wollt in Elektrik, Beleuchtung, Montage. Hier. Nee, sieht gut aus. Ich glaube, man kann auch ein bisschen den Wirbel umdrehen, weißt du, damit das Kabel nicht so, sondern hier drüber geht. Ah. Ah, ich verstehe, wie du meinst, ja. Zum Geburtstag haben wir es uns jetzt richtig gegönnt. Oh mein Gott, schau mal, das Licht ist voll schön. Schau mal hier in die Kamera rein. Mhm. In der neuen Lampe. Sieht richtig gut aus. Mega, I love it. Auf jeden Fall ist jetzt abends und wir haben uns, wir haben so ein bisschen so eine Sushi-Tradition für meinen Geburtstag. Und eigentlich bestellen wir immer oder holen was bei einem Restaurant hier um die Ecke. Und es gibt seit kurzem hier in Stuttgart Go bei Steffen Hensler. Oh nein, ist die Sushi-Box upside down? Ich hoffe nicht. Naja, auf jeden Fall, es gibt Go by Steffen Hensler. Kenne ich aus Hamburg. Und das haben wir uns jetzt mal gegönnt. Und ich zeige euch. Also erstmal, ich meine, was ist das für ein Packaging? Das ist die Sojasauce. Hast du die Sojasauce gesehen? Ja. Das hier ist aber nicht upside down, oder? Das kam so aus der Tüte. Okay, alrighty. Öffnen? Nee, mach du. Ich bin die Kamerafrau. Oh. Okay. That's kind of sad. Slightly busted. Ja, naja. Well. Trotzdem schön. Wir haben hier verschiedene Veggie-Sushis, die leider hier ein bisschen durch die Packung gerutscht sind. Aber ja. Nice. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Vlog-Tag. Ich mache mir gerade einen Kaffee. Deswegen Sekunde, jetzt wird es laut. Perfekt das Timing zum Vloggen. Okay.
Also das Latte Art Game ist nicht mehr so strong, wie es schon mal war. Nicht, dass es jemals richtig strong war, aber das ist alles, wofür ich momentan Geduld und Zeit habe. Ja, einfach weil das Milchabschäumen sonst so lange dauert. Und wen haben wir da? Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Hallöchen. Kann ich leider nicht filmen. Naja. Und die machen wir jetzt eine neue Windel. Ja. Okay, die Maschine säubert sich. Sekunde. Ja, sehr gut. Ich bin schon beim Decaf Coffee heute angelangt. Also es schmeckt immer noch lecker. Und das ist einfach dann ja so ein psychosomatischer Kaffee-Effekt, Koffeineffekt, den ich mir dann einbilde. Ansonsten bin ich heute alleine zu Hause. Ich werde fast die ganze Woche alleine sein, also auch nachts. Und überhaupt, ja, machen wir beide, also nicht alleine alleine, sondern ich eben alleine mit Lovis. Und ich hoffe, dass alles gut klappt. Ja, ansonsten steht momentan nicht so viel an, außer, aua, sie tritt mich, mein Baby tritt mich, so wie früher trittst du mich, nur noch doller in die Rippen, ja, ja, also es ist quasi Überleben angesagt, also sagen wir mal einfach die Zeit überstehen plus arbeiten, das ist halt gerade so ein bisschen schwierig auf jeden Fall für mich in der Weihnachtszeit. Mit Baby ist es einfach noch viel krasser. Aua! Weil die Weihnachtszeit... Ah, und ich lieg auf meinem Bademantel und es ist einfach kein gutes Setup hier. So, das ist doch ein gutes Setup. Ich krieg nebenbei eine Rippenmassage und kann meinen Kopf hier auf dem Stillkissen ablegen. Also mein Job war in dieser Weihnachtszeit ja immer schon auch sehr stressig und ja, einfach weil das natürlich alles sehr konsumgetrieben ist und auch wenn das dann alles Lieblings-Kooperationspartner sind, ist es natürlich einfach schwer und deswegen freue ich mich auch gerade ganz besonders über so Partner wie in diesem Video, die ich eigentlich mehr oder weniger über das ganze Jahr hatte und die halt auch für eine Message stehen irgendwie, die nicht nur zum unüberlegten Konsum anregt. Das finde ich halt einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Nicht, dass ihr denkt, das sind meine Füße. Das sind in der Perspektive, sieht das sehr wild aus jetzt. Ja. Und ich habe mir auf jeden Fall ganz schön viel auf meinen Teller, auf meine Plate draufgeladen an To-Dos und Sachen, die ich machen will. Und das war auf jeden Fall ein bisschen viel. Ich sehe auch nur jetzt schon so halbwegs fresh aus, weil ich eine Kooperation schon gedreht habe heute Morgen. Und ich muss jetzt halt irgendwie durch diese Woche und durch die nächste Woche noch durchpowern. Vor allem jetzt diese Woche ist Philipp nicht da. Das heißt, ich muss halt schauen, wie ich das mit der Arbeit und dem Baby quasi vereinbare. Das ist natürlich auch schon schwer, wenn Philipp da ist. Aber dann kann man halt schon doch nochmal, wenn man sagt, okay, ich bereite jetzt schnell alles vor und dann shoote ich das ganz, ganz schnell in den paar Minuten / Sekunden, während du kurz mal in deiner Pause das Baby hältst oder so. Ja, und so werden halt dann momentan die meisten Sachen produziert und das ist halt schon auch nicht so zu 100% mein liebster Working-Style, weil ich ja schon auch ein recht kreativer Mensch und ein sehr perfektionistischer Mensch bin und ich mir halt eigentlich auch gerne viel Zeit nehme, so bei meinen Sachen, die ich so mache. Ja. Und ich glaube, apropos Zeit nehmen, jetzt ist erstmal Babytime angesagt. Und ich melde mich später bei euch. Tschüss. Bis später. Ich bin wieder da.
habe jetzt gerade noch ein paar Bujos gepackt und dazu eine kleine Story gefilmt. Die werde ich jetzt gleich zur Post bringen, wenn Lovis aufwacht. Ich glaube, das tut sie auch gleich. Die Augen flattern schon so ein bisschen, sehe ich am Babyfon. Und sie hat eben so lustig im Schlaf gegrinst. Wahrscheinlich hat sie von mir geträumt. Oder vom Trinken, vermutlich. Nun packe ich die Sachen schon mal ein, ziehe mich ein bisschen wärmer an. Und dann kann ich eigentlich nur noch abwarten, bis sie ready ist. Und ich bin mit der Arbeit heute eigentlich auch schon ganz gut vorangekommen, was mich echt happy macht. Muss dann nachher nur noch die Kooperation schneiden, die ich heute gedreht habe. Das mache ich dann irgendwann, wenn es so dazwischen passt. Ja, aber kann ich mich nicht beschweren. Bin ich echt zufrieden mit dem Tag heute. Hätte viel stressiger sein können auf jeden Fall. So, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, bin ich hier am Abend bei mir zu Hause. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal was gefilmt habe. Ich war auf jeden Fall mit ihr unterwegs und wir haben die Bujos weggebracht und waren bei der Post, haben noch was eingekauft und so weiter. Ich glaube, ich habe seitdem nichts mehr gefilmt. Ich bin mir total unsicher gerade. Keine Ahnung. Und jetzt sitze ich bei mir gerade an meinem kleinen neuen Lieblingsort und zwar das Wohnzimmer. Ich fühle mich so wohl in letzter Zeit im Wohnzimmer, seitdem es jetzt so ein bisschen fertig gemakeovert ist. Da sieht man echt, manchmal dauert es halt 2 Jahre, bis man was eingerichtet hat und das ist völlig okay. Und es macht einfach dann auch Spaß tatsächlich. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwohin abstellen. Ich glaube, ich organisiere mir mal irgendwas, so eine Kerze oder so. Und schaue, ob ich das so hochbauen kann, dass ich mit euch sprechen kann. Das geht nicht, dann müsste ich es nur machen. Sekunde. Kleine Confession von mir an dieser Stelle. Ich habe diese Sequenz eben schon mal gedreht oder versucht zu drehen. Und dann auf einmal kam so eine Fehlermeldung, dass es ein Problem mit meiner Speicherkarte gab. Und danach war dann das Video einfach nicht auf der Speicherkarte drauf. Ich hatte euch so einen kleinen Mini-Rant zum Thema Babyphone aufgenommen. Und zwar sitze ich hier gerade so mit meinem Babyphone und warte darauf, dass Philipp nochmal nach Hause kommt. Der schläft heute Nacht nochmal eine Nacht hier, war aber den ganzen Tag unterwegs und jetzt ist es auch schon kurz nach 12. Und morgen fliegt er dann nach London. Ich bin ein kleines bisschen neidisch tatsächlich auf ihn. Und deswegen möchte ich natürlich gerne noch wach sein, wenn er wiederkommt. Und ich hatte gerade so das Gefühl, dass sich auf dem Babyfon, auf dem Monitor was geregt hat. Und da dachte ich, weil ich oft danach gefragt werde, erzähle ich euch mal was zu unserem Babyfon. Und zwar, viele haben immer so eine Debatte am Start, mit Video oder ohne. Zum einen, ob man sich dann zu früh verrückt macht und so. Und auch, wenn man, wie wir jetzt, nur in einer Wohnung leben. Wir wohnen in einer Dreizimmerwohnung. Und da wäre ein Babyfon allgemein eigentlich unnötig oder sogar mit Video sehr, sehr übertrieben. Und ich verstehe den Ansatzpunkt erstmal total. Aber das war so intuitiv trotzdem was ich gerne haben wollte oder was wir beide gerne haben wollten. Deswegen haben wir uns so ein neuestes Modell eigentlich mit Videofunktion zugelegt, was zugegebenermaßen recht teuer war. Haben wir auch selber gekauft. Und hätte sein können, dass es totale Geldverschwendung ist, bin ich ganz ehrlich. Muss jeder, glaube ich, für sich selber rausfinden. Bei uns war es jetzt tatsächlich so, dass ich es echt richtig, richtig gut finde und dass es eine Sache ist, die wir super gut nutzen einfach. Also das ist echt fester Bestandteil bei uns. Bei uns läuft es nämlich so, sie geht inzwischen wirklich für ein Baby sehr, sehr spät ins Bett. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle überhaupt sagen soll oder will, wann, weil, wie gesagt, alle Babys sind anders unterschiedlich, das heißt nicht, dass es schlimm ist, aber es ist auf jeden Fall spät. Und wenn sie dann schläft, dann nutzen wir natürlich die Zeit total für uns. Also zum Beispiel zum Arbeiten oder für uns einfach gegenseitig unterschiedliche Sachen. Und weil dann aber sehr, sehr wenig Zeit nur bleibt, weil wenn die erst um X Uhr ins Bett geht und ich dann um Y Uhr ins Bett gehen will und dazwischen ist nur noch so eine Zeitspanne und nicht so eine, dann muss ich natürlich da richtig Gas geben. Und der Vorteil mit dem Monitor ist bei mir und bei meinem Baby zumindest, dass
ich quasi sofort sehen kann. Also wir tragen den dann einfach so mit uns rum. Wenn wir noch am Computer sind, haben wir den gemeinsam im Büro. Einer von uns beiden hat den dann und guckt da drauf. Oder wenn wir hier Fernsehen, stellen wir ihn vor uns hin. Und bei uns ist es so, wenn ich dann sehe, dass sie sich stark bewegt, dann kann ich mich schon mal kurz mental darauf vorbereiten und dann eventuell mit meinem Partner einfach absprechen, wer geht da hin, was passiert. Gerade wenn wir beide noch arbeiten, was halt leider oft vorkommt, dann ist es so, dass man halt dann kurz sagen kann, hey, ich muss hier ganz dringend was fertig machen, kannst du mal hingehen, dann gleich oder so weiter. Und dann kann man sich halt mal mental darauf vorbereiten, was jetzt gleich als nächstes passiert, was mir persönlich total hilft, weil wenn ich mich nur auf den Ton verlassen müsste, entweder der einfach schreiend oder was auch immer das für ein Geräusch ist, aus dem Schlafzimmer kommt oder halt über so ein Babyfon ohne Bild, ich kann mir das inzwischen gar nicht mehr vorstellen. Also für mich wäre das dann, also wenn ein Ton kommt, ist es bei ihr wirklich auch so, dann bin ich schon zu spät. Also dann muss ich halt auf jeden Fall hin. Sprich, wenn ich da jetzt immer drauf warten würde, dass sie wirklich sich meldet mit Ton, dann, das würde für uns nicht so gut funktionieren, weil dann würde ich immer in so einen Stress kommen, glaube ich. Und so kann ich fast noch gemächlich, ich sehe, okay, die Schlafphase ist irgendwie, ne, der Schlafzyklus kann nicht verbunden werden, die fängt dann rum zu zappeln im Schlaf und wahrscheinlich wacht die gleich auf. Dann warte ich natürlich noch ab und gehe nicht sofort hin, sondern ich gucke, ob sie es vielleicht doch packt. Aber wenn, dann eben nicht, dann weiß ich schon. Und das zappelt auch gerade schon. Also seitdem ich hier eigentlich spreche, ist das schon so. Das heißt, ich weiß eigentlich auch, dass da demnächst was kommt. Und in dem Sinne höre ich vielleicht einfach auf zu labern. Das wäre doch auch mal eine schlaue Sache, oder? Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr das Video angeschaut habt. Und ich hoffe, ihr seid schon in weihnachtlicher Stimmung. Ich habe euch ja ein bisschen Weihnachtsdeko gezeigt und ich bin tatsächlich in Weihnachtsstimmung. Ich hätte eigentlich voll Bock auf Weihnachten, hätte voll Bock auf Sachen machen und so, aber irgendwie ist momentan noch so viel Arbeit und Baby-Stuff. Die Woche ist Philipp jetzt erstmal ein paar Tage unterwegs. Da, glaube ich, komme ich nicht so viel zu weihnachtlichen Sachen, außer irgendwas zu Hause. Aber wir wollten mal so ein kleines Weihnachtsmarkt-Date machen. Wir mögen hier den finnischen Weihnachtsmarkt ganz gern. Und eine Sache, die ich in dem Video auch schon angeteasert habe, die ich euch noch zeigen wollte. Inzwischen angekommen ist die Sony Vlogging Cam. Und ich wollte heute kurz mit der filmen, allerdings für eine Story, weil manchmal filme ich die Stories auch in meinen Vlogging-Cams, einfach im Hochformat. Und das Licht war nicht so mega geil und dann war ich kurz so, das sieht aber irgendwie komisch aus, matschig aus. Dann habe ich trotzdem mal ein, zwei Sequenzen gefilmt und die auf den Computer rübergezogen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber da war so ein krasser Face-Filter auf meinem Gesicht direkt über die Kamera, dass ich dachte, das geht nicht. Und in Kombination mit dem nicht so guten Licht sah das dann nicht gut aus. Also ihr müsst euch vorstellen, so wie in den frühen 2000er Jahren, wenn man so Photoshop benutzt hat und dann so Weichzeichner übers Gesicht gemacht hat, so sah das aus. Also einfach eine Mischung aus schlechter Qualität und dann quasi weich gezeichnet und das hat dann nicht mehr zusammengepasst. Also ganz komisch. Ich bin mir fast sicher, dass man das irgendwie ausstellen kann. Das werde ich also noch rausfinden müssen. Und dann seht ihr wahrscheinlich den nächsten Vlog eventuell mit der Kamera. Falls ich mich dazu entschließe, dass die Kamera doch nicht toll ist, dann eventuell doch nicht. Falls ihr jetzt eventuell Erfahrungen habt oder auch Vlogger seid und ihr sagt, die Kamera ist momentan der Shit im Vlogging-Game, dann lasst es mich gerne wissen, weil eventuell habe ich hier einen Fehlkauf gestartet. Man weiß es nicht. Und ja, jetzt habe ich sehr lange geredet und jetzt mache ich Schluss und ich wünsche euch noch eine tolle Woche und bis ganz bald. Tschüss.